super Erinnerung an seine erste Etappe in Deutschland habe er. Ich habe nur Positives im Kopf über diesen Verein, sagt Dortmunds Trainer Lucien Favre über Hertha BSC. Schließlich führte er die Hertha 2009 fast zur Meisterschaft. Einer seiner Leistungsträger damals ist heute sein indirekter Nachfolger, Pal Dardai. Ich wusste, dass Pal einmal Trainer werden will, erzählt Favre und erinnert sich an eine Anekdote. Wir hatten einmal ohne Vorbereitung unser Spielsystem gewechselt und er wusste sofort, was er machen sollte. Er hat das sofort kapiert. Die Berliner Spieler haben soeben zum ersten Mal den Rasen betreten, natürlich noch nicht in Spielkleidung, das tun sie erst in 90 Minuten. Auf Seiten der Dortmunder werden übrigens drei Spieler der Rasen heute sicher nicht betreten, Marcel Schmelzer, Abwehrchef Manuel Akanji und Jeremy Toljan sind allesamt verletzt. Zudem ist bis zur Stunde nicht klar, ob Paco Alcácer und Thomas Delaney, zwei unumstrittene Stammspieler in der BVB 11, auflaufen werden können. Mit 4:0 gewinnt die U17 der Hertha und das lässt die Berliner träumen. Tatsächlich hat Hertha BSC schon mal in dieser Höhe gegen Borussia Dortmund gewonnen, am 16. September 1978 trafen im Olympiastadion vor 15.000 Zuschauern zweimal Erich Bier, Bernd Gersdorf und Hans Weiner. Auswärts gewannen die Berliner hingegen alle vier Male mit dem gleichen Ergebnis, 2:1. Er hat den Berliner in dieser Saison schon bezwungen, und doch würde Hertha-Coach Pal Dardai genauso reagieren, wenn die Partie in Berlin 0:2 und nicht 2:0 ausgegangen wäre. Zu Beginn der Zeit in München habe er dem Niko Kovac, seinem ehemaligen Mitspieler, eine SMS geschrieben, sagt Dardai, er soll den Kovac weggehen, ehrlich und gerade. Leistungslöcher, wie bei den Bayern zuletzt, die gibt es halt. Der Ungar bricht eine Lanze für den Kroaten, ich bin weit weg von München, aber Niko hat dort eine harte Vorbereitung durchgezogen und am Ende der Saison wird sich das auch auszahlen. Wer Hertha-Coach Pal Dardai fragt, bekommt auf diese Frage eine klare Antwort, ja. Dortmund hat viele junge, offensive und schnelle Spieler geholt, sagte Dardai vor dem Spiel. Es funktioniert im Moment gut. 7 Tore gegen Nürnberg, 4 Tore gegen Stuttgart, jetzt wieder 4 gegen Atletico Madrid, die haben ein Riesenselbstvertrauen. Die Frage, ob Dortmund Meister werden kann, ist die eine Frage. Ob Dortmund die Dominanz des FC Bayern nach dessen 6 Meisterschaften in Serie durchbrechen kann, eine andere, die Dardai hingegen nicht interessiert. Mein Job ist härter, sagt der Ungar und fügt mit einem Schmunzeln hinzu. Vielleicht sind auch wir irgendwann mal Meister. Zugegeben, Heimspiele von Borussia Dortmund sind nahezu immer sehr gut besucht und meist ausverkauft. So verhält es sich auch mit Heimspielen gegen Hertha BSC. Zuletzt wollten vor 9 Jahren, beim 2:0 Heimsieg des BVB, weniger als 80.000 Zuschauer ein Bundesliga-Heimspiel in dieser Konstellation in Dortmund sehen. Im Dezember 1999 endete zuletzt eine Partie zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC mit mehr als 2 Toren Unterschied im Ruhrgebiet. Gut in Erinnerung dürfte den Berlinern das Pokal-Achtelfinale im Februar 2017 sein, als die Herthaner erst im Elfmeterschießen den kürzeren zogen beim späteren DFB-Pokalsieger. Salomon Kalou hatte die Gäste damals in Führung gebracht, kurz nach der Pause allerdings kassierten sie bereits den Ausgleich. Durch dreimal dürfen sie raten, Marco Reus. Torschütze Kalou mutierte bei den Schüssen von der Strafstoßmarke dann zum tragischen Helden, er verschoss den letzten Elfmeter und besiegelte das Aus. Der letzte Sieg in Dortmund war ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Am 21. Dezember 2013 drehten Sami Alagi und Adrian Ramos einen 0:1 Rückstand noch vor der Pause zum 2:1 Endergebnis. Den Führungstreffer erzielte der heutige BVB-Kapitän Marco Reus.
Bereits 2 Jahre zuvor hatten die Berliner gewonnen, nach Toren von Peter Niemeyer und Raphael. Den späten Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielte damals ein gewisser Robert Lewandowski. Das war im September 2011. Am Ende der Saison stieg die Hertha ab. 18 Siege, 17 Remis, 27 Niederlagen. So lautet die Bundesliga-Bilanz von Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. In Dortmund sieht die Auswärtsbilanz noch mauer aus. Mickrigen 4 Siegen stehen 8 Remis und 19 Pleiten gegenüber. Doch wir erinnern uns, auch vor dem 2:0-Sieg gegen den FC Bayern sah der Blick auf die Duelle der letzten Jahre gegen den Rekordmeister ernüchternd aus. Vor 9 Jahren wäre Marco Reus fast mal bei der Hertha gelandet, unter dem damaligen Trainer Lucien Favre. Wir haben vor dem Spitzenspiel in Dortmund heute mit dem BVB-Kapitän gesprochen. An den deutschen Herbst muss ich Salomon Kalou noch gewöhnen. Zum Glück gilt das nicht für die laufende Saison. Zudem hat der Evora maßgeblichen Anteil daran, dass es bei einem Berliner Durchstarter richtig gut läuft. Und während die Hertha heute in Dortmund gefordert ist, haben eine andere Borussia und der SC Freiburg bereits 9 Spiele hinter sich gebracht. Im Breisgau unterlag der Tabellenzweite aus Mönchengladbach am Freitagabend mit 1:3. Kurios, die beiden ersten Treffer waren beide Strafstöße, die Führung der Freiburger durch Nils Petersen bereits in der ersten Minute. Sehenswert, der Schlusspunkt in der Nachspielzeit, als Lukas Höhler den Ball per Dropkick von der Mittellinie aus ins Tor boxierte. In 5,5 Stunden beginnt das Spitzenspiel des 9. Bundesligaspieltags in Dortmund. Die Hertha ist beim ungeschlagenen Tabellenführer zu Gast, der Atletico Madrid unter der Woche in der Champions League zerlegt hat.